Belgrad ist eben nicht Paris. Wir kehren gleich zurück nach Belgrad, aber vorher machen wir einen Abstecher nach Paris, um dort eine kleine Theatersensation zu bestaunen. Letzte Herbsttage in Paris. Im ehemaligen Künstlerviertel Saint-Germain-des-Prés sind die legendären Cafés bis auf den letzten Platz besetzt. Hier saßen sie einst, die berühmten Literaten, Philosophen und Maler. Gleich um die Ecke ist das renommierte Théâtre de l'Odéon. Seit dieser Spielzeit heißt der neue Direktor Luc Bondy. Seinen Einstand gibt er mit dem Stück des Briten Harold Pinter, Die Heimkehr, und engagiert ein hochkarätiges Ensemble, angeführt vom Schweizer Bruno Ganz. Die Berufung des 64-jährigen Bondy war überraschend in einer Szene, die gerne mit jungen Wilden auftrumpft. Theaterdirektor wird man in seinem Alter normalerweise nicht mehr. Aber jung oder alt ist für den renommierten Regisseur kein Kriterium. Man ist kein Zukunftsmensch und man ist vielleicht ein Jetztmensch oder noch ein Vergangenheitsmensch. Und jeder, der lebt, lebt, während er sagt, dass er lebt, ist er schon in der Vergangenheit. Und ich glaube, Leute, die immer sagen, ich bin jetzt die Zukunft, das halte ich für einfach ontologisch und auch nicht nur ontologisch, ist einfach falsch. Man wird nicht, man lässt sich vielleicht gehen in die Zeit und man wird überrascht durch was kommt. Und man muss dann reagieren und man muss gegenwärtig bleiben. Er holte Pinter in die Gegenwart und begeisterte damit europaweit die Presse. Besonders die deutschen Kritiker bejubeln auch die Rückkehr Bruno Ganz, der schon vor Jahren seinen Abschied verkündet hatte und nun, und dann noch auf Französisch, ein wagnisreiches Comeback hinlegt. On était les deux types les plus détestés du West End. Je vais te dire, j'emporte encore les marques. On arrivait quelque part et toute la salle se levait et s'écartait pour nous laisser passer. T'as jamais entendu un silence pareil. Il rumine régulièrement cette question, quelquefois seul, quelquefois en groupe, sur les circonstances exactes de cette nuit particulière, cette nuit où ils ont été conçus à l'origine de deux créatures en train de le faire. C'est une question qui devrait être résolue depuis longtemps, d'après moi, puisqu'on est parti pour tuer le temps ici une partie de la nuit. Je te la pose. Tu finiras noyé dans ton propre sang. Die Heimkehr der Schwiegertochter Ruth durchbricht die Tyrannei von Max über seine Söhne. Die Männerwirtschaft gerät ins Wanken. C'est qui? Vous allez faire les présentations, justement. Qui t'a demandé d'amener ce genre de traîner ici? De traîner? Qui t'a demandé d'amener ce genre de sale traîner dans cette maison? Écoute, papa, sois pas ridicule. Bruno Ganz, glaube ich, ist wahrscheinlich ein schwieriger Schauspieler, wenn er zweifelt. Wenn man ihn gewinnt, hat man ihn ganz gewonnen. Der ist nie halb. Also so empfinde ich ihn. Und ich habe eine so große Zuneigung zu ihm gewonnen, muss ich Ihnen sagen. Weil ich finde, der hat eine Erotik auf der Bühne und eine Grazie, was ganz wenige Schauspieler haben. Neben Bruno Ganz fällt besonders der junge Micha Lescaut in seiner schillernden Vielschichtigkeit auf. Auch er schwärmt von seinem berühmten Kollegen. Ein großer Schauspieler und gleichzeitig so bescheiden bei der Arbeit. Ich habe zu keinem Zeitpunkt viel nachgedacht. Wir haben einfach gemacht. Am ersten Tag dachte ich, dass wir erstmal den Text gemeinsam lesen. Aber er hat sofort losgelegt, war sofort mittendrin. Und gleich in der ersten Szene musste ich zu ihm sagen, halt's Maul, du Vollidiot, das war schrecklich. Pourquoi tu la fermes pas? De chieur.
une danse avec son beau-frère avant qu'elle parte. Der hilflose Ehemann von Ruth verliert seine Frau an Vater und Brüder und geht allein zurück nach New York zu den Kindern. Ruth stürmt den männlichen Höllenkessel und spielt ihr Spiel. C'est une pute. Hey, Lenir, il s'est ramené une pute à la maison. Dass sie bleibt, um als Nutte zu arbeiten, das stört mich gar nicht. Mein Mann ist ein ziemlicher Langweiler, also ist das sogar keine schlechte Idee. Allerdings die Geschichte mit den Kindern, die schockt mich schon. Aber vielleicht existieren sie ja gar nicht. Wer weiß das schon? In diesem Stück kann man ja niemandem so recht glauben. Ist es also wahr? Haben sie tatsächlich Kinder oder wurde das nur erfunden, um dem Vater zu gefallen? Man weiß es nicht. Die sogenannten alten Herren des Theaters Gans und Bondy machen aus dem Stück ein Ereignis und haben das Publikum begeistert. Und wer Paris verpasst hat, sollte demnächst unbedingt nach Zürich, Wien oder Luxemburg reisen, wo die Produktion gastieren wird.